Servus Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Sorakutz und wir spielen Humankind. Ja, in der letzten Folge hatten wir so ein bisschen geguckt, wo wir noch einen Außenposten setzen. Aber wir hatten ja auch vorher ausgerechnet, dass es alles so wunderschön aufgeht mit der Fertigstellung unserer Forschung, dem Steinmetz, der Steinmetzkunst, dass wir dann darüber die Steinverarbeitung bauen können und dass Sheratan genügend Einfluss zur Verfügung steht, um sie in eine Stadt umzuwandeln. Das sollten wir möglichst bald auch natürlich tun, um auch ein bisschen besser hier gegen womöglich irgendwann mal Feinde vorgehen zu können. Denn ich denke mal, noch sind uns die Nubier wohlgesinnt. Sie sind zögerlich. Sie gewinnen Kriegsgeroll dadurch. Minus durch Kriegsunterstützung über den Gleichgewichtswert, bla bla bla. Okay, nee, also sie verlieren im Moment Kriegsgroll. Im Moment hatten sie wohl welchen. Warum? Gebiet an unsere Gänze beansprucht. Ach so. Verzeihung. Aber sie sind noch zögerlich. Unsere ideologische Nähe ist groß. Sie haben Groll gegen uns zur Schau gestellt und wir haben ein neues Abkommen unterzeichnet. Wir sind mächtiger als sie. Wir profitieren davon, Teil ihres Einflussbereiches zu sein. Ah, okay, das können wir natürlich auch mal sehen. Denn wir konvertieren zur Kultur der Nubier in 2 Runden. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das erhöht den Groll und die Möglichkeit, dass sie uns Krieg erklären, um Sheratan für sich zu beanspruchen. Da müssen wir zusehen, dass wir wirklich Sheratan zur Stadt kriegen, um mit unserem Einfluss hier besser gegen anstinken zu können. Oh Mann, oh Mann. Darum lassen wir das mal noch mit dem Außenposten. Im Moment. Ich weiß, Risiko, aber wir wollen versuchen, dass das perfekt aufgeht. Ich hatte aus Versehen diese Einheit eben noch einmal bewegt, als ich hier so ein bisschen rumgeguckt habe. Habe dann aber auch gesehen, hier unten und hier oben nochmal Punkte, die man sich holen könnte. Hier haben wir so ein... Ja, doch, gut, okay. Können wir hier auch nochmal so einen Punkt holen. 40 Gold, sehr schön. Nehmen wir uns aber hier wieder hoch. Wir wollen ja hier auch mit hochkommen zu unseren Leuten. Wir ziehen ja im Moment unsere Truppen hier so ein bisschen zusammen. Hier stationiert, hier haben wir einen Trupp Krieger. Hier haben wir noch einen Trupp, der mit runter soll zum Unterstützen. Den würde ich hier mal mit hinschicken. Dann können die eigentlich hierher marschieren. Die gleich hier runter. Und die. Ja, die können hier einfach noch ein bisschen rumlaufen. Wer weiß, was wir noch so entdecken. Beim Hin- und Her marschieren. Mal erstmal hier runter. Marschieren hier hoch. So. Damit können wir die Runde auch schon beenden. Nächste Runde kriegen wir dann unsere Speerwerfer. Die schicken wir gleich mit runter, packen die in die Kriegertrupp. Da haben wir schon eine schlagkräftige kleine Armee mal beisammen für Konflikte gegen die Nubier. Jetzt habe ich natürlich auch wieder ein Fauxpas mir erlaubt vorhin, merke ich gerade. Das ist natürlich auch nicht so klug gewesen. Ja, durch den Bürger, den wir verloren haben, haben wir natürlich auch einen Bauern verloren. Ach, ärgerlich. Löst unser Nahrungsproblem immer noch nicht auf lange Sicht. Nächste Runde würden wir einen verlieren. Ich fürchte fast, da führt kein Weg dran vorbei. Da müssten wir schon hier ins Fest mal gehen, um das dann nochmal zu lösen. Aber dann können wir nicht weiterbauen. Ah, wir werden vermutlich eine Bevölkerung verlieren. Das finde ich nicht so toll. Wir beenden mal die Runde. An emblematic unit is a living culture manifested in an organized troop. Let's see how the neighbors view it. Neuer Gral verfügbar. Wollen wir uns das mal anschauen? Time to see what happens when foreign cultures get together and decide to murder each other. Ah, okay.
Kriegsgroll, die greifen eine unserer Armeen an. Da fordern wir natürlich 100 Gold, um diesem Groll There is a geltend zu penalty to be machen. paid. Worse Und die still, should möchten he Sheratan, das refuse. dachte ich mir schon fast. Das dachte ich mir schon fast. Aber die werden uns hier. Ich denke, wir haben mehr Truppen als die. Marschieren Let's mal hier go. noch ein bisschen. Halten Ausschau. Da haben sie hier. Das haben sie angegliedert. Hier haben wir einen guten Trupp. Marschieren mal weiter. Marschieren auch weiter. Oh, sehr schön. Hier eine Zuflucht, da nochmal eine Kuriosität zu entdecken. Marschieren wir mal in diese Richtung. Oh, hier auch nochmal. Das müssen wir uns merken. Beziehungsweise wir können ja eigentlich hier schon die nächsten dann hinschicken. Und die Speerwerfer, die schicken wir auch mal noch runter nach Sheratan. Die sollen sich mal hier mit den Kriegern zusammentun. Okay, so, in Almekia läuft es jetzt eigentlich. Die wollen Sheratan. Aber das können die sich knicken. Das kriegen die auf gar keinen Fall. Okay, nee, wir haben uns doch nicht verrechnet. Wir haben es doch ausgeglichen gekriegt, dadurch, dass wir den Wissenschaftler hier rüber geschoben haben. Haben wir das nochmal gerettet? So, dann geht das jetzt genau auf. Dann können wir jetzt hier erst das Schmiedeviertel, das bauen wir jetzt zu Ende und danach fangen wir hier unten an mit einem Bauernviertel. Oder den nubischen Köpfen. Mal gucken, was wäre denn hier? Hier wäre 8. Und wir hätten 1, 2, 3, 4 Bauernviertel optional, die wir da anschließen könnten. Wenn wir jetzt erst ein Bauernviertel hierhin bauen. Wir wollen ja mehr Einfluss. Wir wollen den Einfluss pro Bauernviertel angrenzend mitnehmen. Das heißt, so viele Bauernviertel an ihn angrenzend, wie es geht. Dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, machen wir das so. Dann würden wir hier ein Bauernviertel. Das gibt jetzt nur 6 statt 8 plus 1, aber wir profitieren im späteren Verlauf dann mehr davon. Hier ein Bauernviertel. Und dann würden hier die olmekischen Köpfe hinkommen. Ja. So werden wir das machen. Haben wir das schon mal in die Warteschlange mit aufgenommen? Und dann bleibt eigentlich nur noch hier der Kampf. Die sind schon angeschlagen. Wir sind die Hö haben eine höhere Position. Manuelle Schlacht. Wenn wir hier stehen bleiben, ja, der könnte sich auch hier erschaffen. Dann läuft er hier hoch. Es ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Ist das hier ein Weg zum Hochkommen oder nicht? Ist Follow halt die me. Frage. Kann er hier hoch? Kann er hier hoch? Bleiben wir lieber da an der Stelle stehen. Es ist auch gleich hoch, diese beiden Senken. So, lassen wir das so. Da unten ist er. Okay. Er kommt da hoch. Ja, ärgerlich. Aber er greift uns dann an. Ja, das können wir aussitzen hier. So, gehen wir mal auf Verteidigung.
nochmal. Sehr schön. Das war nicht von Erfolg gekrönt für ihn. Das ist gut. Die lassen wir jetzt hier erstmal stehen. Weiterhin. Es dauert auch ein bisschen, bis die hierher kommen. Okay. In constructing an emblematic quarter, you have become a builder and a creator. There is more to creating an empire than just yelling orders. Sheratan gehört jetzt zu unserer Religion. Darüber verbreiten wir natürlich jetzt gleichermaßen, wie die ihre Kultur verbreiten, verbreiten wir unsere Religion. Das ist natürlich super. Kulturelle Konversion beendet. Sheratan wurde dem Einflussbereich der Nubia hinzugefügt. Ja, aber das kriegen wir auch wieder andersrum hin. Das kriegen wir auch wieder gewendet. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wer weiß, wie schnell wir jetzt hier den Einfluss noch zusammenkriegen. Noch ein Trupp Krieger. Das ist ja... Mein Gott. Ja, die haben sich hier dann definitiv nachher mit den Falschen angelegt. Die schicken wir mal noch runter, die Krieger. Mit denen holen wir uns hier den Einfluss. Hoffentlich Einfluss. Nein, noch mehr. Leute, Leute, Leute. Noch mehr Krieger. Der tut mir ja schon so ein bisschen leid hier. Da hat er sich nachher hart verkalkuliert. Allerdings machen wir jetzt auch keinen Goldgewinn mehr. Ach, das können wir jetzt nicht plündern. Und plündern war hier die Zuflucht erstmal. Die müssen noch laufen. Jetzt haben wir noch 5 untätige Armeen. Ja. Können wir trotzdem mal hier mit den Speerwerfern. Wollten wir ja. Ach genau, das sind die Speerwerfer. Die kommen ja sowieso hier runter. Wen haben wir noch? Ihn hier. Und noch die. Marschieren mal hier mit hin. So, nein, wir wollen nämlich nicht den Krieg erklären. Im Moment sind das nämlich alles noch, also das darf man auch nicht sich vertun. Im Moment, das, was wir führen, das sind Scharmützel, kleine Grenzgefechte, das darf man auch. Ich dürfte auch hier in die Gebiete, die nur Außenposten sind, dürfte ich auch rein marschieren. Könnte man sich auch überlegen gleich, wenn wir hier unsere Krieger unten haben, mal seinen Außenposten zu plündern. Dann komme ich an dieser Stelle hier jetzt gar nicht hoch. Muss ich so rumlaufen, okay? So. Also wirklich gewaltige Truppen, was ich hier habe. Das ist für das Zeitalter gar nicht mal so verkehrt. Oder gar nicht mal schlecht überhaupt erstmal. Oh, wen haben wir hier noch? Hier haben wir einen Trupp Krieger. Sollen wir schon mal mit denen alleine hier? Könnten wir eigentlich doch machen. Statten wir doch mal dem Kumpel hier unten einen kleinen Besuch ab. Da wird doch irgendwas gebaut gerade. Das habe ich doch gehört. Hier gab es doch so ein Baugeräusch. Hm, hier könnten wir da schnell mal so ein paar. Was ist das dann nochmal? Achso, Jäger, genau. Jägertruppen hier wegmachen. So. So sieht es übrigens aus hier, unser schönes Schmiedeviertel, hier oben im Wald. 53 Industrie, das ist wirklich gut. Jetzt wird das Bauernviertel hier auch bald fertig. Nächste Runde, dann geht es weiter mit den olmekischen Kolossalköpfen. Unsere Speerwerfer marschieren auch. Wir haben nochmal was geplündert. 22 Gold. Sehr schön. But it's better to be the ransacker than the ransackee. Sehr schön. 15 Wissenschaft. 10 Einfluss. Schieben wir mal mit denen hier unten rum.
Schauen wir mal, was wir da finden. Dann lassen wir mal alle sich weiter bewegen, wie wir es denen vorher gesagt hatten. Mal schauen, was wir da noch bewegen müssen. Hier gibt es nochmal ein was zum Plündern. Dann stehen wir mal mit denen wieder hier hoch. Ich glaube, das, was wir hier im Moment so aufgestellt haben, das reicht erstmal. Plus das, was jetzt hier runterkommt. Schauen wir mal, was hier unten wieder so gibt. So, eine untätige Armee haben wir noch. Marschieren wir zum Außenposten weiter? Oder all together. Er flieht. Das findet er zu viel. Aber wir nehmen die Verfolgung auf. Wir müssen uns merken, die sind hier hochmarschiert. Ich möchte nicht, dass die hier oben Außenposten gründen. Und wenn, dann möchte ich den direkt den wegnehmen. Nu, wir stellen eine Forderung. Sie wollen 100 Gold. Ich glaube, es hackt. Auf gar keinen Fall, mein Freund. Auf gar keinen Fall. Das lässt sie allerdings Groll generieren. Was ich auch nicht möchte. Beide bauen wir im Moment 5 Groll auf. Okay, ja, das akzeptieren wir erstmal so. Okay, Runde beenden. Das könnten wir doch mal machen. Ach, das habe ich die ganze Zeit vergessen. Wir könnten doch mal unsere Ästhetenaffinität nutzen. Wir können Gold einsetzen, um in bestimmten Gebieten patriotische Kunstwerke zu fördern, wodurch fremder Einfluss zurückgedrängt und Einfluss für euch erzeugt wird. Können wir das auch hier für 30 Gold umwandeln? Die Frage, in was, wie viel, was wird daraus? Wir probieren das mal aus. Denn ihr wollt es wissen, ich will es wissen. Wir lernen dadurch. Okay. Zurückgedrängt, aber... Habe ich jetzt überhaupt das richtige Gebiet getroffen eben? Nee, ich habe hier oben das dann getroffen. Oder nee, das ist unser Gebiet. Hier ist ja auch unsere Stadt. Aber das zeigt so dieses halbe-halbe scheinbar. Jetzt dauert es wieder 5 Runden, bis wir zu Nubian konvertieren. Das finde ich natürlich ganz nett. Dadurch haben die ihren Groll dadurch natürlich auch verloren. Okay. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. You are the last person I wanna see. Hier können wir die abfangen. Das ist natürlich gut. Noch ein bisschen Einfluss. Jetzt reicht's schon. Jetzt können wir hier schon Sheratan zu einer Stadt machen. Oder wollen wir noch ein bisschen Einfluss? Vielleicht kriegen wir noch den Einfluss zusammen und können sogar zusätzlich, 14 bräuchten wir dafür noch, schon das erste Porzellan ausbauen. Over this way. Noch mehr,
Noch mehr Krieger. Oh mein Gott. Ein gewaltiges Krieger, ja. Ist hier schon auf dem Weg. Jetzt machen wir allerdings minus Gold. Ist auch nicht so schön. Kann hier mal noch irgendwas Interessantes finden? Müssen wir bald mal schauen, dass wir wieder Einheiten auflösen. Okay. Ja, ich denke, dann kriegen wir hier jetzt nichts mehr die Runde zusammen. Wir könnten eine Runde eigentlich abwarten. Und dann... Ach, das ist wirklich instant gebaut. Wirklich keine Bauzeit. Ihr seht, das wäre ist sofort dann auch da. In der nächsten Runde bauen wir hier dann die Stadt aus. Dann geht's weiter. Neumikia sind wir jetzt soweit fertig gewesen. Hier im Verwaltungsgebiet Nahen ist ein Bauernviertel entstanden. Und dann wollen wir jetzt natürlich olmikische Kolossalköpfe bauen. Hier. Wunderbar. Das läuft doch eigentlich ganz gut. Es läuft doch eigentlich ganz gut. Drei untätige Armeen haben wir noch. Wen haben wir noch? Hier. Na komm, dann marschiert ihr hier mal hier oben so ein bisschen rum. Schauen, was wir hier so finden, während ihr hier unten rummarschiert. Vielleicht treffen wir ja noch das Mammut und können es noch abschlachten. Noch eine untätige Armee, genau. So, zum Schluss geben wir uns die hier noch auf. Wollen wir mal gegen die vorgehen. Ja, die werden sich jetzt hier oben wahrscheinlich verschanzen. Come over here. Schauen wir hier hoch. For your family. Die Runde sollten wir auf jeden Fall aufmischen. Sollten die keine Chance haben gegen den Tigertrupp, den wir haben. Ja, da haben sie sich schon zurückgezogen. Weil sie gemerkt haben, dass sie chancenlos sind. Das senkt die Kriegsunterstützung der Nubier. Und zwingt sie in die Ecke, die wir natürlich wollen. Dass sie eher unsere Sachen unterstützen. Och, warum sind wir jetzt hier hingesprungen? Das ist ja krass. Okay. Na schön. Beenden wir mal die Runde und schauen, was in der nächsten passiert. Sehr schön. Steinmetzkunst ist erforscht. Wir haben genügend Einfluss, um Sheratan zu einer Stadt zu machen. Unsere zweite Stadt, Laventa. So hieß die zweite Stadt der Ulmiken. Zumindest gehen die Historiker so davon aus. Ich finde es aber schöner, wenn sie hier so heißt, wie wir sie bislang als Außenposten auch genannt haben. Sheratan. Finde ich auch, klingt einfach nach einem schönen Namen. Unsere zweite Stadt ist gebaut. 12 Nahrung, 16 Industrie. Und jetzt können wir natürlich schauen, dass wir hier... Ah, scheinbar aber 15 Runden würde das noch dauern. Das ist natürlich auch gewaltig. Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal mit einer Töpferei anfangen. Ist im ersten Moment auch immer klug, so früh wie möglich Einfluss mitzunehmen.
hatten das ja schon mal berechnet, was man sonst an Einfluss hier liegen lässt. Bewahrer des Glaubens. In Olmekia ist es zu einem unerwarteten Konkurrenzkampf zwischen zwei Tempeln gekommen. Jeder repräsentiert eine unterschiedliche Sekte der Religion Olmeken-Schamanismus. Einer der Tempel vertritt die Ansicht, dass religiöse Angelegenheiten in den Händen unemotionaler Männer bleiben sollten. Wohingegen der andere einwendet, dass nur Frauen aufgrund ihrer Fähigkeit des Hegens und Pflegens das nötige Verständnis dafür besitzen. Dieser Streit muss enden, bevor er auf eure Bevölkerung überspringt. Wer sollte eure religiösen Anführer sein? Männer, Frauen oder alle? Wir können uns für eine dieser Varianten entscheiden. Da es aber üblich war für Olmeken und ihre Hohepriester, die es da gab, dass das ja nun mal Männer waren und keine Frauen, werden wir hier Männer sagen. Persönlich kann das für jeder machen, wie er will. Wer Interesse daran hat, da was zu praktizieren, soll es tun. Wir gehen aber in diese Richtung. Es ist natürlich noch immer interessant zu schauen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wenn das passiert. Und zwar geht es ja hierbei um Tradition oder Fortschritt. Fortschritt würde immer weg von Stabilität, Neutralität zu mehr Wissenschaft bringen, während wir hier im Bereich Tradition uns dann eher den Glauben hingeben. Ist halt immer so ein bisschen, ne, was macht man da eher? Aber ich finde, das passt jetzt in der Situation halt leider einfach besser. So vom geschichtlichen Bild her auch. Wir nehmen die Männer. So. In Olmekia werden die Kolossalköpfe hier gebaut. Das ist schon mal gut. Hier unten wird jetzt eine Töpferei gebaut. Hier haben wir eine Armee, die könnte zum Plündern geschickt werden. Hier kommen zwei Truppen. Einer ist schon echt aufgekratzt. Könnten wir eigentlich direkt versuchen, auch hier wegzuwischen. Und da ziehen sie auch schon zurück. Kommt unser nächster große Kriegertrupp. Und dann können wir auch mit unseren Speeren hier bald abrücken. Sehr schön, da verbinden sich dann die beiden Einheiten. Tierische Überreste, ein bisschen Einfluss, ein bisschen Wissenschaft, auch immer gut. Stehen wir mal hier rum. Hier halten wir noch so ein bisschen die Position. Wir wissen ja nicht, was unser Gegner so vorhat. Dann können wir in der nächsten Runde auch anfangen, wieder mit weiteren Außenposten. Ich denke, Sheratan täte ist ganz gut, ja, ausgeglichen, aber vielleicht eher mehr Nahrung noch dazu zu gewinnen. Wir könnten an Sheratan das Gebiet hier angliedern. Das würde passen, der Fluss biegt hier auch ein und dann hätten wir den Anschluss hier und hätten unsere Gebiete außerdem verbunden. Ich finde das eigentlich eine gute Sache und ich glaube, ich hatte schon mal geguckt, dass hier ein guter Posten wäre. Das sehen wir aber erst nächste Runde, wenn wir wieder genügend Einfluss haben. So, mit denen marschieren wir dann mal wieder hier unten rum und schauen, ob wir was Interessantes finden. Wissenschaft, auch wieder interessant. Wo geht's mit Wissenschaft weiter? Muss ich mir aber mal ein bisschen Gedanken zu machen. Und würde deswegen an dieser Stelle erstmal sagen, das war's mit der Folge. Müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Ah, die könnten wir auch noch versuchen. Die ziehen sich zurück, die können wir gar nicht angreifen. Das heißt, hier können wir eigentlich nur vorwärts gehen, um die zu plündern. Interessant. Ja gut, wir schauen uns das mal nachher an. Wie gesagt, nicht mehr in dieser Runde, nicht mehr in dieser Folge. Gerne Kommentare da lassen, Likes oder Abos, immer wieder gerne. Und wir arbeiten scheinbar auch schon auf unseren zweiten Stern hier zu, sehe ich gerade. Noch eine Technologie, da haben wir einen Wissenschaftsstern erlangt. Sehr schön. Ist gar nicht, was ist unsere hauptsächliche Einfluss? Genau, Ästhetensterne. Mehr Ruhm durch Einflussgenerierung. Und deswegen wichtig, dass wir wirklich auch jetzt eine Töpferei bauen, dass wir
unsere Olmekenköpfe schnellstmöglich platzieren, um viel Einfluss zu generieren. Ich komme mal in der nächsten Folge noch so ein bisschen auf die Epochensterne zu sprechen und vor allen Dingen um den wichtigsten Epochenstern, den man immer in jedem Volk hat und was entscheidend ist, um sich so ein bisschen zu überlegen, was für eine Kultur ich in der nächsten Runde nehmen möchte. Also, bis dahin, euer Syrakus.